Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner 6. Landkarte bei Transportfever 2. So, in der letzten Folge haben wir ja die Autobahn bis hierher gebaut. Von Leipzig aus Richtung Berlin. Und das Ganze wollen wir heute weiterbauen. So, da müssen wir gucken, wir müssen jetzt hier über das Gleis. Autobahn. Aber mit einer Kurve. So kommen wir drüber. Und da kommen wir in die richtige Richtung. Und wir sind auch hoch genug. Wir müssen aber noch ein Stückchen höher. So, hier machen wir eine Brücke. Ah, da kommen wir. Da werden wir Probleme kriegen. Die könnte gehen. Ja, wir machen die hier. Wir nehmen die. Schauen wir jetzt, wir haben die mit den Stützpfählen. Also das steht auf dem Gleis. Nehmen wir die. Können ja zwei unterschiedliche Brücken sein. Das ist ja so. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen korrigieren. Und in der Höhe. Ja, was ist denn da los? So, jetzt haben wir also. So. Okay. Dann drehen wir die rum. Und jetzt müssen wir hier durch den Berg. Das ist ja ein Unterschied. So, ich würde sagen, die Höhe ist in Ordnung. Hier füllen wir auf. Hier schneiden wir aus. Und hier machen wir einen Tunnel. Okay.
So, dann drehen wir das gleich um. Jetzt müssen wir hierher. Ja, ich würde das mal so übernehmen, aber nicht mit der, mit den Pfeilern. Ich würde das mit denen machen. So. Wir bauen das mal. Ich habe da auf Bauen geklickt. Aha. Kommt. Dann reißen wir das Stückchen weg. Und füllen das auf. Und das füllen wir auf. So. Oh ne, der ist im letzten Moment rübergekommen. Das möchte ich nicht. So was Hinterhältiges. So. Jetzt die Brücke. Jetzt nochmal die Höhe. Könnte noch eins. So. Diesmal hat es geklappt. Jetzt gehen wir bis hierher. Da füllen wir auf. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt die Brücke bis hier rüber. Aber nehmen wir das Stückchen bis hierher.
Jetzt füllen wir wieder auf. Das passt. So, da haben wir die Autobahn. Geht schon einer drauf? Nein. So, müssen wir mal hier gucken. Hier stehen sehr viele rum. Unsere Warenfabrik könnte mehr Waren produzieren. Haben wahrscheinlich gerade ein schlechtes Produktionsjahr. So. Also die produzieren wir in der Raststätte. Ah, wir kriegen neue Transportmittel. Solaris. Ah, wir haben schon 2004. Sehr schön. Ah, die wird Das haben wir jetzt eigentlich fast komplett. Doppelstockwagen. Das sieht man so aus, als ob die hier produzieren. Naja, da schaffen wir in die Feuerwache. So, erst wenn die alles kriegen, produzieren die das. Ja. Naja, wir könnten jetzt eine Linie machen. Neue Linie, aber halt, wir brauchen Wegpunkte. Wir nehmen uns dafür Sperrschilder. Da haben wir sie denn. Trotzdem Sparschilder. Also Einbahnstraße haben wir hier ein Schild. Aber das kriegen wir nicht.
So, dann können wir gleich mal hier die Ampeln entsorgen. Diese und diese. Hier ist noch eine und das müsste es gewesen sein. So, und jetzt basteln wir uns eine Linie, neue Linie. Güternahverkehr. Leipzig. Rot. Für Feuerwache. So, wir fahren von hier. Auf Seite 1 nutzen. Verladen. Mit Brot. Und das Ganze schaffen wir in die Feuerwache. So, dann brauchen wir Fahrzeuge. LKWs für Brot. Lebensmittel. Nach Höchstgeschwindigkeit. Da haben wir die Scania Trucks. Mit 120. Ja, dann nehmen wir mal 8 Stück, ja. 5, 6. Wir nehmen mal 6 Stück für den Anfang. So, zumindest hat es blöd gemacht. Und die müssten jetzt hier rauskommen, jawohl. Fahren durch die Feuerwache. Okay. So, wie sieht's denn? Ja, man sieht's auch. Irgendwie muss hier ein Jahr sein, wo hier nichts los ist. Hier. Der Zug ist voll. Fast voll. Oh, das sieht doch gut aus. Was macht unser? So, wir haben hier in Leipzig zu viele Leute auf der Linie. Fahrzeuge. Oh, wir haben hier noch alte Trams. Na, das kann ja nichts werden. Nach Höchstgeschwindigkeit. Die ersetzen wir mal oder nehmen wir die Skoda. Da haben wir bis 25. 27, also haben wir mit der hier mehr.
die andere Linie. Machen wir auch gleich. Mal die Skoda nehmen. Und da geben wir noch zwei drauf. Halt nicht so. Die malen wir um. So. So, haben wir die Skoda Straßenbahn vorm Leipziger Hauptbahnhof. So, haben wir das Verkehrswirrwarr schon fast erledigt. Die nächste Straßenbahn, ja, 60 Leute kriegen die rein. Wie viel haben wir auf der Linie eigentlich? 8. Na, da brauchen wir noch 2 drauf. Wir wollen doch die Leute nicht warten lassen. Und wie sieht es im Bahnhof aus? Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Auf was wartet denn der hier? Steht ja hier und wartet. Er hat doch freie Fahrt. Auch voll. Aber den müssen wir mal modernisieren. Berlin-Leipzig. Da gucken wir mal, was wir an elektrischen haben. 160 brauchen wir Passagiere. 101. Schade, dass wir bloß eine Werbelok haben. Die fahren bloß 160. Ja, das reicht eigentlich auch. Aber die hat 4200 und die hat mehr Power. Da müssen wir die hat gute Leistung. Was steht hier drauf? Kann ich gar nicht lesen. Und dann nehmen wir die doch glatt. So. Und Passagier, wir haben Doppelstockwagen bekommen. Ich lasse mal nach Höchstgeschwindigkeit. Wir brauchen 160. Die
Doppelstockwagen machen bloß 140. Hier noch welche, auch 140. Hier haben wir welche mit 160. Jetzt brauchen wir noch einen Endwagen. Muss der sein? In der falsche Richtung. So, da haben wir 240 Kapazität, da nehmen wir noch mal einen raus. So, da sind wir unter 120 drinnen, naja, aufgelöst ist er. Mit Scheibenbremsen, aha. Ja, machen wir doch ein Foto. Ja, da können wir doch bis Berlin noch mitfahren. Doch schon fast im Vorfeld von Berlin. Hier stehen eine ganze Menge Leute. Gut, dass wir die ausgetauscht haben. Oh ja, Berlin ist groß geworden. Bin ich gespannt, wir wären voll. Ja. Da würde ich fast tendieren, noch einen dritten Zug einzusetzen. Ja, voll, dritten Zug. Noch einen ordern. So, da haben wir auf der Strecke 3. Nochmal angucken. Voll. Ah, jetzt haben wir ja einen Steuerwagen vorne. Da müssen wir doch mal reingucken. In den Steuerwagen. Halt runter.
Na ja, gut, der ist nicht so oft gelöst. Noch ein Gleisvorfeld und sobald der letzte Wagen bzw. jetzt die Lokomotive von der Weiche ist, dann geht es in die Beschleunigung. Linker Hand ist ein Güterbahnhof. Und wir fahren jetzt in den Tunnel. Hier oben ist die Landstraße. Nee, das ist der Autobahn. Oder? Nee, Landstraße. Jetzt fahren wir nämlich drunter durch. Die Landstraße und nochmal zwei Zugbrücken. Und hier sehen wir nicht viel. Jetzt geht es wieder in den Tunnel. Und da kommt uns der Gegenzug entgegen. So, und da im Hintergrund, rechter Hand, sehen wir schon Leipzig. Das Völkerschlachtdenkmal kann man schon erkennen. Und ein Uni-Riesen. Das ist das erste Hochhaus. So, Höchstgeschwindigkeit haben wir. Und jetzt kommen wir ins Gleisvorfeld.
wir fahren hier ziemlich in die Mitte rein. Ja, das ist der Uni Riese. Und hier stehen ganz schön viele Leute. Da wird der Zug wahrscheinlich wieder voll werden. Ja, da sparen wir uns heute reinzufahren. Sind wir eigentlich schon eine Runde S-Bahn gefahren? Nee, hä? Das können wir mal noch machen. Einmal rund um Leipzig. Und ja, funktioniert. Ah, Kollege, hallo. Ja, wir haben immerhin 21, also fast halb voll. Aber hier ist niemand. Steigt auch keiner aus. Die wollen alle hier raus. Nee, nicht alle. Die steigen auch ein paar ein. Ja, dann haben wir kurz Autosave. Aber das geht ja schnell. Schranke schließt sich, jawohl.
hier stehen auch noch ein paar rum. Ja, hier hat sich doch Leipzig vergrößert. Oh, da geht einer übers Gleis. Haben wir das gesehen? Ah, hier sind die Gleisüberwege. Rechts linker Hand haben wir die Thomaskirche. Oh, hier haben wir ein Fußballstadion. Das ist dann, wenn ich die Kamera rumdrehe und dass diese verdreht, ist ja auch komisch. So, jetzt fahren wir wieder zurück in den Hauptbahnhof. Da sind wir auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof. Und hier stehen schon etliche Leute. Naja, die kriegen wir alle weg. Okay. Jetzt gucke ich noch mal zu dem Fußballplatz. Ah, das haben wir auch gesetzt. Das Hotel. Wo hat das einen Eingang? Hier hinten. Der soll. Haben wir das verkehrt rumgesetzt? Naja, ist egal. Zumindest haben wir den Fußballplatz.
Der müsste mal gemäht werden. Gucken wir, ob wir da was tun können. Nee, halt mal tun. Wo hat der einen Eingang? Der hat gar keinen Eingang. Der hat Bäume stehen. Da müssen wir mal auf Bäume gehen und dann Radiergummi. Und da geht der ganze Fußballplatz weg. Das wollte ich jetzt nicht. Stadion. Haben wir hier eins? Mein Hund. Ist das ein Zaun? Ja, das sollte ein kleiner Zaun sein. Dann machen wir noch ein bisschen. Na, wie sagt man? Schrotter? Also gefallen. So. So, dann brauchen wir noch ein Stückchen Straße hier. Städtisch gerne. Und dann möchte ich gerne noch das. So, dann hätte ich gerne eine Taxisäule. Da haben wir sie doch. Auf der Seite sind wir gar nicht angeschlossen mit dem Bahnhof. Nur auf der Seite, das ist gar nicht gut. Wieso ist das Gebäude hier nicht an der Straße? Thank you.
Das ist nicht das richtige Gebäude. Konfigurieren. Reißen wir das Gebäude weg. Passagiergebäude. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Probieren wir das mal. Ja, das ist dran. Haben wir noch so viele Gebäude? Städtische Gebäude. Achso, nee, eine Stadt gründen wollen wir nicht. Monumente. Nee, da haben wir nichts weiter. Wir könnten den Zirkus, wir haben doch einen Zirkus, das ist, glaube ich, bei der Industrie. Form. Was ist das? Hubschrauber flach. Einkaufszentrum. Zu groß. Das passt. Wo könnte es reinpassen? Wenn ich das ein Stückchen runterdrücke. Nee, das geht nicht runter. Ich kann das bloß drehen. Aber das kriegen wir hin. Und zwar müssen wir glätten. Auf die Höhe. Die Straße weg und bauen wir gleich neu. Halt. Ja. Jetzt kriegt er erstmal die Straße wieder, halt keine Banane. Na, das will ich jetzt. Gerade. Okay. Und jetzt das Einkaufszentrum. So. Und dann gibt es einen Straßenanschluss, Einbahnstraßen. Ich habe da eine Idee. So. So ist so das optimal.
Hier hinten sind wir schon angeschlossen. Guck an. Und was gibt's da noch? Wo war das nun? Hier. Gibt's noch eine Parkbank? So. Was ist mit der Straße? Naja, das ist nun mal so. Das können wir nicht ändern. So, hier haben wir die Feuerwache. Und funktioniert es jetzt von unserer Raststätte aus mit den LKWs? Tatsächlich. Die produzieren. ...13% transportiert. Nö, da bauen wir doch noch eine Linie. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Denn ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir haben schon wieder die Stunde geschafft. Wie die Zeit vergeht. Oh Gott, oh Gott. So, ja. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Die wollen alle da aufs Örtchen. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.